waren wir abends noch in einer nahegelegenen Bar, die war vielleicht 200 Meter weg, und haben dort was getrunken, gell? Und die haben schon immer gelacht und waren also sehr, sehr freundlich und na gut. Plötzlich kriegen wir von hinten eine Dusche, eine Wasserdusche. Dabei waren wir auf einer Sprinkleranlage gestanden. Aber nicht so eine sondern ein armdicker Strahl, der ja 10, 12 Meter über den ganzen Platz gestrahlt hat und so hin und her ging. Aber nicht nur einer, sondern den ganzen Platz entlang, den ganzen Parkplatz entlang. Mindestens 10 so Strahlen und dann immer so. Und dieser, die haben euer Auto gestrahlt von unten. Dritter Strahl war genau unter unserem Abwassertank. Hat da schön halt. Und hat da links und rechts hat das Wasser rausgehauen. Ich habe mir nicht vorstellen können, was ist denn da los? Gell? Aber sag mal, die Leute, die da in der Wirtschaft oder in der Bar waren, die wussten das. Die haben das alle gewusst. Denken wir ja, sag mal, je drüber da das Wasser wird, desto mehr und größer werden die Fische. Ungefähr einen Kilometer draußen am freien Meer, es waren Fische noch und noch um mich herum. Das Wasser war so trüb, aber eins habe ich nicht übersehen. So ein Abflussrohr, das von der Ortschaft reinkam. Und natürlich haben sich da die Fische gütlich getan. Gottes Willen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.